Wir haben mit diesem Kanal einen riesengroßen Meilenstein erreicht, über den ich mich persönlich freue. Und zwar haben wir jetzt 1 Million Views auf unsere Videos. In diesem Video reagieren wir mal auf unsere eigenen Einnahmen und ich zeige dir, wie eigentlich die Zahlen hinter diesem Kanal aussehen. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wir haben ja ein laufendes Format, wo ich regelmäßig auf Einnahmen von YouTubern, Streamern, Musikern und so weiter reagiere. Und ich dachte mir, es ist immer schön einfach über andere zu reden, aber man sollte denn idealerweise selbst genauso transparent sein. Und da wir gerade 1 Million Views auf diesem Kanal geknackt haben, dachte ich, das ist vielleicht ein ganz guter Anlass, das erste Mal einen Einblick zu geben in unsere Zahlen. Also warum machen wir das eigentlich alles, wie viel verdienen wir und so weiter. All diese Antworten bekommst du in diesem Video. Und um dir das zu zeigen, nehme ich dich einfach mal mit auf meinen Laptop und zeige dir einfach unsere Statistiken. Und zwar sieht das Ganze so aus. Im Dashboard hier oben sehen wir die aktuelle Abonnentenanzahl. Das sind 15.533. Also lieben Dank an alle 15.533 Leute. Und falls du uns noch nicht abonniert haben solltest, aber regelmäßig unsere Videos schaust, dann ist das vielleicht genau jetzt der richtige Moment, zu dieser Zahl noch einen dazuzufügen. Deswegen abonnier doch gerne diesen Kanal. Wir wollen uns in diesem Video vor allem mit der Kohle beschäftigen, wie wir das in diesem ganzen Format halt einfach machen. Und das Geld sehen wir in diesem Bereich Analytics. Und da gehe ich einmal drauf. Und hier gehe ich nicht nur auf die letzten 28 Tage, sondern einmal auf Erstellung. Und dann sehen wir hier oben auch, mein Kanal bzw. dein Kanal hat bis jetzt 1.010.321 Aufrufe erzielt. Und da möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei euch bedanken. Das ist der absolute Wahnsinn mit Steuercontent. Also das ist natürlich jetzt auch nicht der größte Entertainment-Faktor, über Steuern zu reden, aber ich bin wirklich begeistert, wie aktiv ihr die ganze Zeit seid, auch über die Kommentare und so weiter. Und ja, wir haben jetzt 1 Million Abonnenten, was für mich ehrlicherweise fast ein bisschen wichtiger ist, wie lange werden denn die Videos geschaut? Und auch das ist ziemlich beeindruckend, finde ich, denn wir haben insgesamt 104.013,3 Stunden an Watchtime gesammelt. Über 100.000 Stunden habt ihr unsere Videos schon geschaut. Da bin ich vollkommen begeistert und vollkommen dankbar, aber wir sind natürlich hier auch vor allem für die Kohle. Das heißt, wie viel Geld haben uns diese 1 Million Aufrufe denn gebracht? Und ich möchte da gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Diese 1 Million Aufrufe haben uns 6.719,11 € gebracht. Was hier erstmal wichtig ist, der Kanal ist natürlich nicht ab dem ersten Tag, also am Tag der Eröffnung des Kanals, monetarisierbar. Du kannst dich für das YouTube-Partnerprogramm erst bewerben, wenn du 1.000 Abonnenten hast und 4.000 Stunden Watchtime innerhalb von einem Jahr. Das hat bei uns ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Das heißt, vom ersten Video bis zur Monetarisierung, das war ungefähr ein halbes Jahr und da sieht man auch, hier ging das Ganze denn los im November 2021. Das heißt, jetzt nicht ganz anderthalb Jahre und in den anderthalb Jahren haben wir 6.700 € ungefähr Umsatz gemacht. Aber schauen wir uns die Zahlen doch auch nochmal mehr im Detail an. Und das können wir machen, wenn wir hier oben auf Umsatz klicken. Dann sehen wir nämlich einmal die Umsatzentwicklung. Da sieht man auch, dass das schön konstant nach oben geht. Das heißt, der Trend ist schon mal ganz gut. Wenn wir hier runter scrollen, sehen wir auch die Verteilung über die Monate. Gerade so die letzten Monate. Aber ich kann auch hier mal auf mehr Ansehen gehen. Auch dann auf Seiterstellung und dann sehe ich so die monatliche Entwicklung. Da sehe ich auch, dass ich im November 2021 69,76 € Umsatz gemacht habe und der bisher beste Monat ist der Januar 2023 mit 923,38 €. Hier muss man allerdings auch sagen, dass der Februar kürzer ist als der Januar. Ja, es sind nur 3 Tage, aber 3 Tage von einem Monat sind 10%. Also der Februar ist ungefähr 10% kürzer als der Januar. Und deswegen glaube ich nicht, dass der Februar tatsächlich besser wird. Aber hier sieht man die Entwicklung, die ist ziemlich konstant, stabil nach oben. Was ich on top noch sehr, sehr spannend finde, sind folgende Dinge. Und zwar gibt es ja jetzt die Unterscheidung zwischen Shorts und richtigen langen Hauptvideos, würde ich mal sagen. Und die Monetarisierung von den Shorts, die geht seit Februar 2023. Also das ist absolut neu. Das geht jetzt zur Aufnahme dieses Videos noch nicht mal 3 Wochen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viel verdient man eigentlich mit YouTube Shorts? Da komme ich ehrlicherweise mit der Ansicht nicht weiter, weil das Ganze geht ja erst seit diesem Monat. Deswegen klicke ich hier einmal auf Februar 2023 und dann kann ich mir das hier nämlich einfach mal anschauen. Und da sehe ich, dass ich mit den Hauptvideos bisher in diesem Monat ungefähr 76.000 Aufrufe gemacht habe und
und wir einen RPM, also Revenue per Mille, also wie viel Geld verdienen wir pro 1000 Aufrufe, von 8,42 Euro haben. Das heißt, wir verdienen, zumindest im Februar 23 bisher, 8,42 Euro pro 1000 Aufrufe und das sind insgesamt 640,41 Euro in diesem Monat. Und jetzt die große Neuigkeit, wie viel verdient man eigentlich mit YouTube Shorts? Diesen wahnsinnigen Betrag von 33 Cent. Und zwar haben wir diese 33 Cent verdient mit 8.807 Aufrufe. Ja, ich gebe ja zu, dass knapp 10.000 Aufrufe jetzt nicht so wahnsinnig viel sind, aber ehrlicherweise ist es jetzt auch nicht so super wenig und 33 Cent für 10.000 Aufrufe ist nicht so besonders viel. Und vor allen Dingen, wenn man den RPM vergleicht, da liegen wir bei den Shorts bei 4 Cent und bei den Hauptvideos bei 8,42 Euro. Das heißt, Stand jetzt, so erstes Fazit nach 2 bis 3 Wochen Shorts-Monetarisierung, muss ich schon ganz ehrlicherweise sagen, es lohnt sich deutlich mehr, diese Hauptvideos zu produzieren, als die Shorts. Ich finde Shorts deswegen interessant, weil man da relativ schnell auch News und andere kurze Sachen kompakt präsentieren kann. Aber für uns sind natürlich die Hauptvideos deutlich wichtiger, sowohl für die Einnahme als auch für alles andere. Was ich auch immer ganz spannend finde, ist, wie viel Geld geben die Unternehmen eigentlich aus, um die Werbung vor, nach oder in unseren Videos anzeigen zu lassen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise hier eine LexOffice-Werbung ist oder eine Steuerbot oder eine Taxfix-Werbung oder von irgendeinem Online-Business-Coach, was auch immer, dann müssen die ja dafür Geld bezahlen, diese Werbung eingeblendet zu bekommen. Und das ist natürlich mehr als diese 8,42 Euro. Und das sehen wir, wenn wir hier mal ein bisschen runterscrollen. Das ist der sogenannte CPM. Und der liegt im Februar bei 20,21 Euro. Das heißt, um 1000 Leute zu erreichen vor unserem Kanal, zahlen die Werbetreibenden 20,21 Euro. Vielleicht schauen wir uns das Ganze auch einfach nochmal seit Erstellung an. Da sehen wir nämlich, seit Erstellung ist der CPM bei 16,31 Euro gewesen. Das heißt, wir sehen auch hier, wir sind im Februar 2023, also deutlich über dem Durchschnitt bisher. Das heißt, der Februar läuft aktuell ganz gut. Dich wird es wahrscheinlich nicht überraschen, wenn ich dir jetzt sage, dass wir das Ganze hier jetzt nicht machen für die knapp 7.000 Euro, die wir in 1,5 Jahren generiert haben. Das reicht jetzt nun nicht so richtig. Das sind 400 Euro im Monat, die wir damit verdienen. Das ist natürlich nicht der Grund, warum wir so viel Aufwand in die Videoproduktion stecken, warum auf diesem Kanal schon ungefähr 350 Videos online sind. Das ist natürlich nicht der höhere unternehmerische Zweck. Und ich dachte mir, ich bin in diesem Video einfach mal super transparent. Ich zeige euch mal wirklich die Zahlen, die für uns eigentlich entscheidend sind. Und zumindest ich zeige euch so viel, wie ich irgendwie kann, ohne irgendwie Geschäftsgeheimnisse zu verraten. Und natürlich reden wir hier vor allem über Mandantenakquise. Natürlich gewinnen wir Mandanten und Kunden über diesen Content. Wenn 1 Million Leute oder genauer gesagt 1 Million Aufrufe auf unseren Videos sind, dann sehen natürlich viele, viele Selbstständige unsere Videos und einige entscheiden sich dann dafür, bei uns Mandant zu werden. Und das ist natürlich der höhere unternehmerische Zweck und Daseinsberechtigung für die Arbeit, die wir hier reinstecken. Und warum zeige ich das Ganze? Gar nicht, weil ich irgendwie jetzt irgendwie groß angeben möchte oder sowas, sondern weil ich glaube, dass Videomarketing tatsächlich noch wahnsinnig unterschätzt ist. Ich glaube, da steckt wahnsinnig viel Potenzial für unglaublich viele Selbstständige drin. Und es ist dann egal, ob du Unternehmensberatung machst, vielleicht ein Rechtsanwalt bist, im Bereich Versicherung bist, Architekt bist. Überall, wo Dinge, komplizierte Dinge erklärt werden müssen, glaube ich, dass YouTube und Videomarketing ein hervorragendes Format ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht für dich auch ein richtiger, attraktiver Werbekanal ist. Und deswegen zeige ich dir einfach mal, wie wir das Ganze durchkalkulieren, wie wir das Ganze durchstrukturiert haben und was am Ende auch bei rumgekommen ist. Ich habe schon gesagt, ich kann da nicht komplett alles verraten, beziehungsweise möchte ich das nicht, weil das dann schon auch sensible Geschäftszahlen sind, aber zumindest so weit, wie ich das machen kann. Und zwar dokumentieren wir für jede Kalenderwoche einmal die Reichweite. Die Reichweite sind die Impressions, das heißt, wie oft wird eigentlich das Thumbnail auf YouTube angezeigt. Das sehen wir einmal hier und hier sehen wir auch, dass das pro Kalenderwoche schön sauber dokumentiert wurde. Wir liegen aktuell so bei
ja, 400 bis 450.000 Thumbnail-Impressions pro Woche. Das ist schon ganz ordentlich. Fast eine 500.000 Mal wird pro Woche unser Thumbnail auf YouTube angezeigt. Und hier sehen wir die Views. Das heißt, das sind wirklich tatsächlich die Klicks auf den Videos. Hier sehen wir, die Zahl ist ein bisschen niedriger. Das sind insgesamt bisher 970.000. Das liegt ein bisschen daran, weil wir nicht ab der ersten Woche mit diesem Reporting angefangen haben, weil am Anfang waren die Klicks halt noch nicht so wahnsinnig hoch. Und hier haben wir denn die Conversion, also das ist die Click-Through-Rate ausgerechnet. Das heißt, wie häufig wird dann eigentlich unser Video angeklickt? Daran können wir messen, wie gut ist eigentlich das Thumbnail, wie gut war der Titel, wie gut war das Thema und so weiter. Das können wir hier ganz gut absehen, wie sich das entwickelt. Da sehen wir auch, das schwankt so ein bisschen zwischen 6 und 7,5%. Wenn wir jetzt einfach die letzte Woche anschauen, da haben wir ungefähr 27.000 Aufrufe gemacht und die Thumbnails wurden eingeblendet ungefähr 370.000 Mal. Das sind dann 7,39%. Das heißt, 7,39% der Leute, die das Thumbnail gesehen haben, die haben anschließend auch das Video angeklickt. Daran sieht man auch, für uns sind Klicks das Entscheidende. Das heißt, einmal die Impressions, der nächste wichtige KPI, also die wichtige Kennzahl ist, wie häufig werden unsere Videos eigentlich angeschaut. Mich interessieren ehrlicherweise die Abonnenten gar nicht. Ja, das würde ich nicht sagen. Ich freue mich sehr über jeden einzelnen Abonnenten, aber tatsächlich sind mir viele Views deutlich wichtiger als viele Abonnenten. Denn nur wenn jemand ein Video anklickt und das Video schaut, kann er uns kennenlernen und kann überhaupt auf die Idee kommen, dass wir vielleicht der geeignete Steuerberater sind. Und der nächste Schritt ist dann quasi mein Pitch am Ende jeden Videos. Und wir haben auch immer so kleine Einblendungen. Vielleicht zeige ich sie ja einfach einmal. Das heißt, das blenden wir in fast jedem Video ein. Das heißt, wir machen darauf aufmerksam, dass wir, wenn du selbstständig bist, gerne deine Buchhaltung und deine Steuererklärung übernehmen können. Dann klicken natürlich Leute entweder in der Endcard oder in der Videobeschreibung auf einen Link. Und wie oft das passiert, das messen wir natürlich auch. Und da sehen wir, das sind diese Zahlen, das war jetzt letzte Woche 609 Mal, davor 618 Mal, davor war es gut 700 und so weiter. Das heißt, aktuell schwanken wir so zwischen 600 und 700 Klicks pro Woche. Und auch hier sehen wir dann eine Prozentzahl, das heißt, das ist die Klickrate. Das heißt, wir wissen, so viel Prozent von den Views klicken am Ende auf unsere Landingpage, auf unsere Seite, wo das Angebot steht. Und so können wir sagen, in der letzten Woche haben 2,23% der Videozuschauer, also der Klicks auf YouTube, anschließend auf unsere Webseite geklickt. Mit diesem Wert bin ich sehr, sehr zufrieden. Hier sehen wir auch unten, der Durchschnitt ist 1,36%. Das heißt, mehr als 2 von 100 Video-Views besuchen anschließend unsere Webseite. Und jetzt kommen wir ehrlicherweise in dem ganzen Funnel, in dem ganzen Verkaufsprozess, in den Bereich von Zahlen, die ich nicht mehr gerne teilen möchte, weil sie einfach zu sensibel sind. Ich gebe euch jetzt hier einfach mal exemplarische Zahlen, also es sind Beispiele, die sind nicht vollkommen weit weg von der Realität. Mir geht es in diesem Video aber eher darum, dir einmal zu zeigen, wie wir das Ganze durchkalkulieren. Hier geht es jetzt nicht darum, dir genau mitzuteilen, wie viel Euro Umsatz oder wie viel wir wo wie machen, sondern es geht mir eher darum, was könntest du eventuell mit einem ähnlichen Prozess auch erreichen. Deswegen sind wir jetzt davon ausgegangen, von den Leuten, die diese Landingpage besuchen, tragen sich ja ein paar Leute ein. Das heißt, die reden dann mit unserem Team, die haben vielleicht Interesse an dem Service, haben noch erste Rückfragen, möchten uns erstmal auch persönlich kennenlernen und so weiter. Und es ist auch relativ klar, dass in der letzten Woche jetzt nicht 609 Leute wirklich ernsthaft Interesse hatten, uns zu beauftragen, nur weil sie einmal die Webseite besucht haben. Ich gehe hier mal davon aus, dass 5% der Webseitenbesucher tatsächlich auch irgendwie Interesse daran haben. Die buchen uns noch nicht, aber die haben erstmal Interesse. Das heißt, sie sind ein Lead, ein Kontakt, eine Mandatsanfrage, wie auch immer man das nennen möchte. Und da hat die Landingpage eine Conversion von 5%, nehme ich jetzt hier einfach einmal an. Das bedeutet, dass wir insgesamt über die gesamte Laufzeit dieses Kanals von 13.182 Webseitenbesuchern 659 Mandatsanfragen generiert haben. Wie gesagt, Zahlen sind nicht die echten, aber sind auch nicht so weit weg. Das heißt, wir haben 659 Mandatsanfragen und dann wandert der Kontakt zu unserem Team. Da sprechen die Leute, die ein Interesse haben, uns zu beauftragen, mit einem Mitarbeiter aus unserem Team. Wir lernen uns kennen, wir beantworten alle Fragen und so weiter. Und am Ende muss das natürlich von beiden Seiten passen. Also du findest uns ganz interessant. Wir sagen auch, okay, das, was du da machst, das betreuen wir ganz gerne. Und das ist ehrlicherweise auch in der Vergangenheit ein großer Knackpunkt gewesen, weil es schon sehr komplexe Geschäftsmodelle gibt und wir natürlich auch die Kapazitäten bei uns brauchen im Team, von den Mitarbeiteranzahlen und so weiter, dass wir dich auch vernünftig bearbeiten können. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir aktuell keine E-Commerce-Unternehmer betreuen oder auch keine anderen Rechtsformen. Wir betreuen wirklich
wirklich nur Einzelunternehmer. Und das liegt vor allen Dingen daran, weil wir halt die Kapazität brauchen. Das heißt, am Ende musst sowohl du Ja zu uns sagen, aber wir müssen auch Ja zu dir sagen und dann können wir quasi zusammenarbeiten. Und da gehe ich jetzt mal einfach ganz grob davon aus, dass das bei der Hälfte der Anfragen der Fall ist. Das heißt, von den 659 Kundenanfragen, also den Leads, werden dann 330 Leute tatsächlich Mandant. Und natürlich auch hier stellt sich die Frage, was macht das denn in Geld? Und du kannst gerne mal vorbeischauen bei uns auf der Landingpage, das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Dadurch machst du ein bisschen meine Conversions kaputt, aber ich kriege jetzt erstmal viele Klicks. Und dann siehst du, dass unser Service eine monatliche Gebühr hat. Und zwar 179 Euro im Monat. Für 179 Euro im Monat machen wir deine Buchhaltung, du bekommst einen Zugang zum Konto, das Geschäftskonto, wir machen deine Steuererklärung und so weiter. Das heißt, dieser ganze Service, den wir anbieten, den bekommst du für 179 Euro. Bei dem Preis gibt es auch noch ein paar Sonderregelungen für Gründer und solche Sachen, darauf möchte ich gar nicht eingehen. Wie gesagt, hier geht es nur um das Beispiel, das heißt, wir haben aber 330 Kunden generiert. Wir haben ein Abo-Modell mehr oder weniger, weil Steuerberatung ist sowas wie ein Abo-Modell. Da musst du regelmäßig einfach immer zahlen, weil Buchhaltung musst du halt monatlich oder quartalsweise immer machen. Das ist nicht das, was wir dir sagen, sondern das ist das, was der Gesetzgeber dir sagt. Aber wir kosten aktuell 179 Euro pro Monat. Und wenn wir jetzt wissen wollen, was verdienen wir eigentlich mit diesem Kanal, musst du natürlich die 330 Kunden mal 179 Euro im Monat rechnen. Und das sind im Monat unglaubliche 58.989,45 Euro. Und das ist schon ganz schön heftig für eine monatliche wiederkehrende Einnahme. Wenn wir das Ganze auf ein Jahr hochrechnen, ist das natürlich noch ein bisschen beeindruckender. Dann reden wir über 707.873,40 Euro. Das ist zumindest potenziell das, was wir mit 1 Million Klicks auf diesem YouTube-Kanal an Umsatz generieren. Und auch hier, das ist wiederkehrender Umsatz. Der kommt im nächsten Jahr wieder, weil die meisten brauchen halt laufend Steuererklärung und Buchhaltung. Ich möchte hier explizit auch nochmal erwähnen, das sind nicht die echten Zahlen, was hier auch nicht eingerechnet ist, dass natürlich auch Kunden kündigen, weil sie anschließend sagen, nee, ich mach's doch lieber wieder selbst, weil sie mit ihrer Selbstständigkeit aufhören, weil sie einen anderen Steuerberater finden, der um die Ecke ist und den Ordner in Papier nimmt. Oder es gibt ja zigtausend Gründe, warum man eventuell nicht mehr dauerhaft immer bis in alle Ewigkeiten mit uns zusammenarbeiten möchte. Das ist auch vollkommen fein, aber das ist natürlich hier auch nicht eingerechnet. Ich möchte dir hier nur zeigen, was ist eigentlich das Potenzial und in welcher Größenordnung verdienen wir eigentlich mit diesem Kanal und in welcher Größenordnung könntest du in einem ähnlichen Bereich oder in dem gleichen Bereich tatsächlich auch mit 1 Million Aufrufe auf YouTube verdienen. Ich hoffe, das Video war spannend für dich und ehrlicherweise, ich bin schon fast nervös. Ich habe so viel über uns preisgegeben, wie ich es noch nie gemacht habe. Aber ich finde, wenn ich die ganze Zeit über andere urteile und über ihre Einnahmen und ihre Geschäftsmodelle, muss ich so transparent sein und auch einfach mal über unsere Zahlen sprechen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du jetzt dachtest, Mensch, das ist aber ein innovativer, moderner Steuerberater. Ich möchte einen Steuerberater haben, der genauso denkt und genauso arbeitet und der meine Buchhaltung machen kann und meine Steuererklärung. Dann weißt du, wo du klicken musst, und zwar entweder in der Endcard oder in den ersten Link in der Videobeschreibung. Genauso wie ich es gezeigt habe, dann bist du auch eine kleine Zahl, die da klickt und vielleicht mit uns telefoniert und vielleicht auch Mandant wirst. Probier es gerne einmal aus. Alle Informationen verlinke ich dir auch gerne noch einmal hier oder schau einfach eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel das hier oder das hier.